Herzlich willkommen bei Ketogenics. Ich zeige euch jetzt einen Auflauf, der ziemlich schnell geht. Und zwar ein Kasseler Avocado-Auflauf. Klingt erstmal komisch, ist aber sehr, sehr wohlschmeckend. Wir brauchen dafür Kassler. Ich habe jetzt hier eine ganze Lende. Gibt es auch in Scheiben. Macht hier Sinn. Ich habe es jetzt nur so bekommen. Dann brauchen wir natürlich eine Avocado. Bei der Avocado immer gucken, dass sie schon mal schön weich ist. Nicht zu weich jetzt, wenn es im Ofen soll, aber nicht zu hart. Dann brauchen wir Frühlingszwiebeln. Emmentaler, am besten schon geschnitten oder zum selber schneiden. Auf gar keinen Fall den geriebenen, weil der meistens 4-5% Stärke drin hat als Trennmittel. Und würzen tun wir das Ganze mit Majoran. Zuerst nehmen wir uns den Kassler vor. Ich schneide jetzt hier mal Scheiben runter. Die werden nachher noch in Stifte schneiden. Schneiden wir jetzt noch ein bisschen mundgerechter. Und legen die mal beiseite. Dann nehmen wir uns die Avocado vor. Die Avocado lässt sich am besten mit einem Glas rauslösen. Die Avocado schneidet mir dann in Scheiben. So. Dann fehlen nur noch die Frühlingszwiebeln. Einmal etwas gröbere Stückchen. So. Dann nehmen wir uns eine passende Auflaufform. Geben erstmal eine Schicht Kassler rein. Dann kommt eine Schicht Käse. Jetzt geben wir gleich die Schicht Avocado drauf. Jetzt kommen dann noch die Frühlingszwiebeln dazu. Ja. Und der Majoran. Den machen wir auch mal ganz grob drauf, hebeln den nur ab. Jetzt kommt gleich eine doppelte Schicht Käse noch oben drauf. Jetzt geben wir noch etwas Pfeffer drüber. Dann kann das Ganze auch schon in den Ofen. Den Ofen heizen wir vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und stellen den Auflauf schön in die Mitte. Wird etwa 30 Minuten brauchen.
Dann schauen wir nach unserem Auflauf. Ich habe jetzt gerade eben auf Grillen gestellt vor 5 Minuten, um noch ein bisschen Bräune drauf zu bekommen. Ah, sieht schon mal sehr lecker aus.